Sie sind hier, 23. November 2018, 8.07 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Skirennläufer Erik Guay hat seine Karriere beendet. Urheberrecht Getty Images. Einen Tag nach dem Horrorsturz von Manuel Osborn Paradise beendet sein Teamkollege seine Karriere und gesteht, dass die Verletzung Einfluss auf seine Entscheidung hatte. Der kanadische Skirennläufer Erik Guay hat seine Karriere nur kurz nach der schweren Verletzung seines Mannschaftskollegen Manuel Osborn Paradise überraschend beendet. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf meine Entscheidung gehabt, sagte der 37-Jährige. Ich war nur wenige Startplätze hinter Manny und habe mitbekommen, dass er ins Krankenhaus geflogen werden musste. Osborn Paradise zog sich Schienen- und Wadenbeinbruch zu. Osborn Paradise hatte sich bei einem Sturz im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise einen Schienen- und Wadenbeinbruch zugezogen. Wenn mir das passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich noch einmal die Energie für die Reha gehabt hätte, sagte Guay. Die Entscheidung zum Karriereende sei bittersüß. Guay hat in seiner Laufbahn 2 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften eingefahren, eine davon 2011 in Garmisch-Partenkirchen. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.